Jetzt geht es weiter mit einem innen- bzw. verteidigungspolitischen Thema. Es geht nämlich um Rekrutierung Minderjähriger für die Bundeswehr. Auch 17-Jährige beispielsweise werden genommen. Sowohl die Linke als auch die Grünen sprechen sich in je einem Antrag dafür aus, dass die Rekrutierung von Minderjährigen für die Bundeswehr sofort beendet wird und dass das Mindestalter auf 18 Jahre festgelegt wird. Norbert Müller für die Linksfraktion ist der erste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Gäste auf den Besuchertribünen! Die Linke beantragt heute zwei Dinge. Erstens verlangen wir gesetzlich zu regeln, dass Minderjährige grundsätzlich nicht mehr in die Streitkräfte rekrutiert werden. Und zweitens, bis zu diesem Zeitpunkt die Ausbildung von Minderjährigen, die jetzt schon als Soldatinnen in der Bundeswehr dienen, an Waffen unmittelbar einzustellen. Worum geht es? Die Zahl der minderjährigen Soldaten in der Bundeswehr hat sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Sie beträgt inzwischen nahezu 10% der freiwillig Grundwehrdienstleistenden. Und dabei sorgt sich die Bundeswehr regelrecht liebevoll um Kinder und Jugendliche, um sie für den Soldatenberuf zu interessieren, wie sie das ausführen. Ein Sachverständiger des Bundesverteidigungsministeriums, Herr Nachtwey, hat in Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages vor zwei Jahren Folgendes zu Protokoll gegeben. Ich zitiere: Wir sprechen ja nicht gezielt die 17-Jährigen ausschließlich an, sondern wir sprechen junge Menschen an und differenzieren dabei nun nicht, ob er nun 15 ist und damit sozusagen erstmal interessiert wird oder überhaupt die Werbung mitbekommt. Warum denn solche Zurückhaltung, frage ich mich dort. Denn bei 15 ist bei der Bundeswehr eine Werbeansprache noch lange nicht Schluss. Hunderte Kooperationen mit Schulen, mit Kitas, ja sogar mit Kinderheimen zeugen davon. Die Bundeswehr wirbt in Zeitschriften wie Bravo und der Schülerzeitschrift Spicker, die 17-Jährigen nicht mehr lesen. Das ist eher was für 12-Jährige und Jüngere. Jugendoffiziere sind in den Schulen unterwegs und bieten dort Politikunterricht an. Das Ganze trägt inzwischen regelrecht absurde Züge. Der Werbeauftragte schreibt in seinem Bericht für das Jahr 2016, und das ist beispielgebend für diese Art des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen in der Personalwerbung, Zitat: Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich an einem Tag der Bundeswehr, der im Rahmen des Ferienprogramms einer Gemeinde für Kinder veranstaltet wurde. Bei einer, also muss man sich mal vorstellen, Ferienprogramm für Kinder durch die Bundeswehr. Bei einer der im Programm vorgesehenen Geländefahrten in Bundeswehrfahrzeugen für Kinder und Jugendliche überschlug sich ein Geländewagen von Typ Wolf. Drei Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren wurden laut Feldjäger-Sofortmeldung zum Teil schwer verletzt. Wer 17-Jährige in Uniform stecken will, der muss wohl auch 7-Jährige für lebensgefährlichen Abenteuerfahrten im Geländewagen einladen. Und auch die Auch die SPD-Fraktion hat ja zu Beginn der Sommerpause beschlossen, dass sie sich dem Ziel Straight 18, also keine Minderjährigen mehr an Waffen auszubilden und in die nationalen Streitkräfte zu werben, anschließen. Damit fordern in Deutschland das Bündnis gegen Kindersoldaten, UNICEF, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die katholischen Jugendverbände, aber eben auch die Linke und die Grünen hier in diesem Haus und jetzt auch die SPD-Fraktion, dass keine Minderjährigen mehr in die nationalen Streitkräfte geworben und an Waffen ausgebildet werden. Und auch der Werbeauftragte schließt sich ein Stück weit dieser Position an, indem er erstmals in seinen Berichten für die Jahre 2016 und für 2017, herzlich willkommen, Bartels, ausführt, dass Minderjährige eben die Ausnahmefall sein sollten. Und bei 9 oder 10% Minderjährigen bei den Grundwehrdienstleistenden kann ja wohl bitteschön von Ausnahmefällen gar nicht mehr die Rede sein. 2019 muss die Bundesregierung nun Farbe bekennen. Warum? 2019 wird die Bundesregierung den nächsten Staatenbericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und des zweiten Zusatzprotokolls, in dem die Frage von Minderjährigen in Streitkräften und bewaffneten Konflikten geregelt werden, vorlegen, und zwar gegenüber den Vereinten Nationen. Und der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf wird diesen Bericht anhören, er wird Verbände, Initiativen anhören und er wird Handlungsempfehlungen aussprechen. Und jetzt sage ich Ihnen auch, ich weiß heute schon, wie diese Handlungsempfehlungen aussehen werden. Die werden nämlich genauso aussehen wie die Handlungsempfehlung vor 5 Jahren, weil die Bundesregierung gar nichts davon umgesetzt hat. Sie haben überhaupt nicht darauf reagiert, dass die Vereinten Nationen Ihnen Empfehlungen aussprechen, klare Empfehlungen. Sie haben sie schlichtweg nicht umgesetzt. Ihnen ist das egal. Und deswegen werden Sie wieder einen Staatenbericht vorlegen. Und dieser Staatenbericht wird ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Mal mit Handlungsempfehlungen versehen werden, die Sie am Ende nicht umsetzen. Dieser Blöße können wir uns durch die Annahme der Anträge von Grünen und Linken ersparen. Und jetzt werden Sie sagen, die Bundeswehr braucht diese Jugendlichen ja ganz dringend, weil sonst könne man die Personalstellen nicht mehr erfüllen. Da haben Sie recht.
Das stimmt auch. Und auch dafür hat die Linke eine Lösung. Sie ist ganz einfach. Ziehen diese Soldatinnen und Soldaten aus den 1,5 Dutzend Auslandseinsätzen ab, dann haben Sie auch nicht mehr so ein Personalproblem bei den Soldatinnen und Soldaten. Und dann müssen Sie auch keine Minderjährigen mehr in die nationalen Streitkräfte werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als nächstes Norbert Müller war das für die Linksfraktion. Nach ihm jetzt Kerstin Vierge, CDU/CSU. Herr Bundestagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Christdemokraten stehen dem Dienst in der Bundeswehr aufgeschlossen gegenüber. Nicht ohne Grund wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in unseren Streitkräften umgesetzt. Denn wir freuen uns über jeden jungen Menschen, der in Zeiten einer freiwilligen Armee zur Bundeswehr geht und dort seinem Vaterland dienen möchte. Seit Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht in den Jahren 2011 bis 2016 haben nach mir vorliegenden Unterlagen 7.928 junge Männer und Frauen als Minderjährige ihren Dienst bei der Bundeswehr angetreten. Dies stelle je nach Jahr einen prozentualen Anteil von 4,7 bis 8,1% aller Rekruten dar. Die Tendenz über die Jahre sei leicht steigend. Im Jahr 2017 handele es sich um 2.128 Soldatinnen und Soldaten, die zum Zeitpunkt ihres Diensteintritts noch nicht volljährig waren. Erklären lässt sich dies aus meiner Sicht durch verschiedene Faktoren. Ja, die Bundeswehr steht in der Personalgewinnung vor anderen Herausforderungen als zu Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht. Deren Aussetzung und die damit verbundenen personellen Folgen spielen natürlich eine Rolle bei der Bewertung dieser Statistik. Eine andere Rolle spielt sicherlich die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur. Wenn Abiturienten mit 17 Jahren die Schule verlassen, können sie in der zeitlichen Folge logischerweise zur Bundeswehr gehen und dann eben das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dabei handelt es sich jedoch um einen Betrachtungsbereich, der sich auch wieder verändern wird. Denn viele Bundesländer wechseln mittlerweile wieder von G8 auf G9 zurück. Ich bitte also darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass minderjährige Rekruten derzeit auch eine Folge jünger gewordener Schulabgänger sind. Insofern verbiete sich an dieser Stelle Vergleiche zur Rekrutierung von Kindersoldaten, beispielsweise in Bürgerkriegskonflikten in Zentralafrika, zu ziehen. Vergleiche dieser Art sind absolut unzulässig und spiegeln ein völlig abstruses Bild auf das Wesen der Bundeswehr wider. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird es somit nicht zulassen, dass die deutschen Streitkräfte auf diese Weise argumentativ in Misskredit gebracht werden. Zumal auch klare Fakten aus der alltäglichen Ausbildungspraxis eine andere Sprache sprechen. Denn noch nicht volljährige Soldatinnen und Soldaten unterliegen während ihrer Ausbildung einem besonderen Schutz. Jeder Ausbilder und jeder Vorgesetzte hat im Zuge seiner Dienstaufsicht und seiner Fürsorgepflicht ein Auge auf diese Rekruten, die im Übrigen von bestimmten Aufgaben und Ausbildungsinhalten zunächst ausgeschlossen sind. So nehmen noch nicht volljährige Soldatinnen und Soldaten weder an Wachdiensten noch an Auslandseinsätzen teil. Auch dürfen sie die Waffe lediglich zu Ausbildungszwecken verwenden und dies ohnehin nur zu einem späteren Zeitpunkt der Grundausbildung. Zu den unzweifelhaften Fakten gehört auch die Tatsache, dass Bewerberinnen und Bewerber frühestens mit 17 Jahren eingestellt werden, sofern die Zustimmung der Eltern vorliegt. Die Bundeswehr rekrutiert also keine jungen Leute mit wilden Versprechungen von der Straße weg, wie im billigen Groschenroman, sondern auf der Grundlage eines seriösen Bewerberverfahrens. Die Bundeswehr rekrutiert vielmehr verantwortungsbewusste junge Erwachsene, die sich sehr bewusst für den Dienst in der Bundeswehr entscheiden und von denen 96% während ihrer 6-monatigen Probezeit volljährig werden. Dies ist übrigens ein Vorgehen, das bei der Polizei in ähnlicher Form angewendet wird. Und dort sind die Herausforderungen mindestens ähnlich. Sollten junge Rekruten den Dienst nicht zusagen, aus welchen Gründen auch immer, so können Sie die Bundeswehr innerhalb einer 6-monatigen Probezeit ohne weitere Angabe von Gründen verlassen, egal ob Sie 17 oder 18 Jahre alt sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können also sehen, die Bundeswehr ist ein seriöser, guter Arbeitgeber, der verantwortungsbewusst mit den Herausforderungen der Personalgewinnung umgeht.
17-Jährige sind in unserer Armee mindestens genauso gut aufgehoben wie bei jedem anderen Arbeitgeber in diesem Land, wenn nicht besser. Vielen Dank. Soweit Kerstin Fierge für die CDU-CSU-Fraktion. Die Tatsache, dass also nicht volljährige Rekruten bei der Bundeswehr eingestellt werden, auf jünger gewordene Schulabgänger zurückgeführt wird, man dürfe keinesfalls in dem Zusammenhang von Kindersoldaten sprechen. Das werde der Situation nicht gerecht. Nächster Redner ist Martin Gerster für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute zwei Anträge zu einem, wie ich finde, in der Tat sensiblen Thema. Anträge allerdings, die es sich einfach machen. Anträge, die fordern keine Minderjährige in die Bundeswehr. Ich finde, sicher gut für schnellen Applaus und große Schlagzeilen. Wir von der SPD-Fraktion haben uns intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Und wir kommen sehr wohl überlegt zu der Position, Minderjährige gehören nicht an die Waffe. Mit Ihrer Position allerdings habe ich so meine Probleme, denn ich denke, diese Position hat Schwächen. Ich will darauf eingehen. Erstens, Sie argumentieren dadurch, dass die Bundeswehr bereits 17-Jährige rekrutiert, würde Deutschland die Glaubwürdigkeit seiner diplomatischen Bemühungen auf internationaler Ebene gefährden. Es steht der Vorwurf im Raum, wir würden den Einsatz und die Rekrutierung von Minderjährigen für bewaffnete Konflikte nicht konsequent genug ächten. Also, ich will Ihnen mal ein paar Staaten nennen. Da hatten wir zum einen Italien, Frankreich, die Niederlande, Australien oder Österreich. All diese Länder haben, wie die Bundesrepublik, von der Ausnahmeregelung des Protokolls Gebrauch gemacht und eine Altersgrenze von 17 Jahren für die freiwillige Rekrutierung ihrer jeweiligen Streitkräfte geltend gemacht. Und wir haben auf der anderen Seite da Kolumbien, Libyen, den Sudan oder Syrien. In all diesen Ländern werden laut Terre des Hommes Kindersoldaten eingesetzt. Aber all diese Staaten haben auch das Fakultativprotokoll unterzeichnet und damit eine Altersgrenze von 18 Jahren für ihre jeweiligen Streitkräfte. Und ich frage Sie, welche der beiden Staatengruppen halten Sie für glaubwürdiger im internationalen Kampf gegen Kindersoldaten? Ich meine, es ist die erste Staatengruppe, und darüber hinaus engagiert sich die Bundesregierung, wie ich finde, in vorbildlicher Weise gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Vor knapp drei Wochen am Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten hat die Bundesregierung erneut gegen diese besonders verabscheuungswürdige Verletzung der Rechte von Kindern ausgesprochen. Viel wichtiger aber, wir finanzieren Projekte der UNICEF zur Reintegration ehemaliger Kindersoldaten in Nigeria, im Südsudan und Sudan, ja genau in jenem Land, das laut Erklärung zum Kinderrechtsprotokoll gleichzeitig per Terre des Hommes auf der schwarzen Liste steht. Herr Kollege. Wir unterstützen mit unserer Finanzierung die psychosoziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die entweder selbst kämpfen mussten oder Opfer der Kämpfe wurden. Und wir unterstützen damit auch die Aufklärung über Bewältigungsstrategien zu Gewalt, besonders auch zu sexueller Gewalt in diesen Ländern. Herr Kollege. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vor allem dieses Engagement, das uns im internationalen Kampf gegen den Einsatz von Kindersoldaten wirklich glaubwürdig macht. Herr Kollege Gerster, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Müller? Ja, sehr gerne. Ja, Herr Kollege Gerster, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Aber eigentlich haben Sie die Frage gestellt, ich möchte Ihnen die Antwort geben. Sie haben gefragt, wer ist glaubwürdiger? Ja. Das möchte ich Ihnen sagen. Glaubwürdiger sind die drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter die Republik Irland, die in den letzten fünf Jahren nach ihren letzten Staatenberichten und den Handlungsempfehlungen des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes auf die Werbung von 16, zum Teil 16-Jährigen und 17-Jährigen ihre nationalen Streitkräfte verzichtet haben und in Irland nach einem ausgeprägten, vom Parlament ausgehenden kinderrechtlichen Dialog, wo man bewusst gesagt hat, man will Vorbild sein und man will bei sich selbst diese Empfehlungen der Vereinten Nationen umsetzen. Die sind glaubwürdiger als die Bundesrepublik Deutschland, weil sie die Handlungsempfehlungen umgesetzt haben.
Also, Herr Kollege Müller, ich will Ihnen einfach noch mal unsere Position klar machen. Wir sagen, keine Minderjährigen an der Waffe. Und ich glaube, das ist eigentlich die richtige Positionierung, weil Ihre Positionierung greift meines Erachtens viel zu kurz. Wir wollen, dass für minderjährige Bewerberinnen und Bewerber bis zum Erreichen der Volljährigkeit ein ziviles Beschäftigungsverhältnis bei der Bundeswehr geschaffen wird und damit ein Ausbildungskonzept umgesetzt wird. Wir wollen die Einführung einer erneuten Dienstverpflichtung zum Zeitpunkt der Volljährigkeit, um die Freiwilligkeit der Rekrutierung sicherzustellen. Und wir wollen die Schulung von speziellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und eine getrennte Unterbringung von Minderjährigen und Volljährigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich soll es auch bei den bestehenden und, wie ich finde, bei den bewährten Schutzmechanismen bleiben, die Sie in Ihrem Antrag im Übrigen, Herr Müller, ja, ich weiß gar nicht warum, irgendwie plötzlich gar nicht erwähnt haben, nämlich Einwilligung der Erziehungsberechtigten, kein Nachtdienst, kein Dienst an der Waffe im Inland, keine Teilnahme an Auslandseinsätzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist eine richtige Positionierung, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Bundeswehr als Arbeitgeber natürlich auch im Wettbewerb steht mit anderen Möglichkeiten für junge Leute, sich beruflich zu entwickeln. Und deswegen möchte ich ganz klar sagen, wir möchten auch in den kommenden Monaten hier mit CDU, CSU entsprechend ringen, dass wir zu dieser Position kommen. In der Bundeswehr soll es keine Ausbildung an der Waffe geben für Minderjährige. Ich glaube, das ist die richtige Positionierung und die richtige Haltung zu diesem Thema. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Martin Gerster war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist Jan-Ralf Nolte für die AfD. Ja, aber die muss angemeldet werden, wie Sie wissen. Das nur als netten Hinweis von mir heute, weil Freitag ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächstes erteile ich das Wort dem Abgeordneten Jan Nolte von der AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Weltfremde linke Ideen können im Deutschland des Jahres 2018 wohl keinen mehr überraschen. Dass Sie in Ihrem Antrag aber auf ein Übereinkommen verweisen, das Sie offensichtlich überhaupt nicht gelesen haben, verwundert mich dann. Doch Zeit genug hätten Sie gehabt, denn Sie haben diesen Antrag ja im Jahre 2016 schon einmal eingebracht. Wenn Sie hier Politik machen, indem Sie einfach alte Anträge als Füllmasse einbringen, dann ist das ja fast so, als sei Ihnen die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens für sich selbst nun doch gelungen. Jetzt zu Ihrem Antrag. Wenn Sie davon sprechen, dass niemand unter 18 Jahren eingezogen werden solle, das betonen Sie ja besonders, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. In Deutschland wird überhaupt niemand mehr eingezogen im Moment. Die Wehrpflicht ist nämlich ausgesetzt. Leider ist sie ausgesetzt im Sinne der AfD. So, und auch davor war man erst mit 18 Jahren überhaupt wehrpflichtig. Genau wie im Übereinkommen gefordert, nehmen Soldaten unter 18 an keinen Kampfhandlungen teil. Weder Auslandseinsätze noch Wachdienste machen sie mit. Minderjährige Soldaten dürfen ohne Erlaubnis ihrer Eltern noch nicht mal geimpft werden. Wenn diese Soldaten, über die wir hier reden, in irgendwelche Feindseligkeiten geraten, liebe Linke, dann gehen diese meistens von Sympathisanten ihrer Partei aus. Vielleicht setzen Sie da mal an. Der Vergleich mit Kindersoldaten ist Quatsch. Das Übereinkommen, das Sie hier zitieren, erfüllt Deutschland zu 100%. Ihr Antrag möchte Probleme lösen, die es überhaupt nicht gibt. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, heute mal über Kindersoldaten zu sprechen. Denn ich finde, es ist eine Schande, dass die PKK und ihr syrischer Ableger, die JPG, in großem Umfang Kindersoldaten rekrutieren. Im Jahr 2015 starben innerhalb von 6 Monaten 44 Kindersoldaten der PKK. Human Rights Watch spricht von 29 gesicherten Fällen, in denen die PKK oder Ableger im Nordirak Kinder entführten und zwangsrekrutierten. Das US-Außenministerium stellte im Jahr 2012 fest, dass etwa 38% der PKK-Kämpfer
Kinder waren. Das alles klagen Sie mit keiner Silbe an, weil für Sie der Zweck die Mittel heiligt. Es ist nicht lang her, da hat sich Ihre gesamte Fraktion mit der JPG solidarisiert und die PKK-Flagge wurde aus Ihren Reihen heraus auch schon gezeigt. Das muss hier gesagt werden, denn es zeigt eben, dass Ihr Ansinnen nicht ehrlich ist. Sie wollen sich dieses Parlament einfach nur zur Bühne machen, um gegen die Bundeswehr auszuteilen. Und die Bundeswehr ist doch gar nicht so schlecht, wie Sie immer sagen. Sie hätten den Wehrdienst nicht alle verweigern sollen damals. Der Arbeitgeber Bundeswehr vermittelt nicht nur Kenntnisse, sondern auch Werte und stattet damit viele junge Menschen mit einem Rüstzeug für das gesamte weitere Leben aus. Rekruten in der Bundeswehr lernen, dass es nicht nur darauf ankommt, wer das bessere Schulzeugnis hat, wer aus der reicheren Familie kommt oder ob man dick oder dünn ist. Sie lernen durch eigene Erfahrung, dass es nur der eigene Wille ist, mit dem jeder Widerstand überwunden werden kann. Sie werden zur Selbstsicherheit, Hilfsbereitschaft, Mut und Ehrlichkeit erzogen. Es ist doch wunderbar, wenn junge Menschen schon früh diese wertvollen Dinge verinnerlichen. Die Bundeswehr hat der Gesellschaft mit den soldatischen Tugenden einen Schatz bewahrt, der viel zu wenig gewürdigt wird. Wir lehnen Ihren Antrag inhaltlich ab oder beide Anträge, die ja fast gleich sind, aber wir erklären Ihnen gerne alles Weitere dann in den Ausschüssen. Jan-Ralf Nolte war das für die AfD-Fraktion. Soldatische Tugenden, durchaus auch für junge Leute, hat er gesagt. Weiter geht es jetzt mit Grigorios Agelidis für die FDP. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke übrigens auch Frau Vierecke, die hat sehr gut die grundsätzlichen Überlegungen bei dieser Frage angeführt. Wir sind uns alle einig, dass der Schutz von Minderjährigen und heranwachsenden Jugendlichen eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe für uns ist. Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, Ihr einfallsloser Antrag allerdings macht eine ganz andere Stoßrichtung deutlich. Sie instrumentalisieren die freiwillige Entscheidung junger Menschen für eine verkappte Missbilligung an der Bundeswehr oder an ihren Einsätzen. Ihr Vorgehen ist daher besonders verantwortungslos. Wenn Sie wirklich das Interesse junger Menschen im Blick hätten, dann hätten Sie sich zumindest Überlegungen, so wie der Kollege von der SPD gemacht, wie verantwortungsvolle Ansätze aussehen können. Das hat Herr Gerster Ihnen gezeigt, auch wenn einige Dinge da näher zu besprechen sind. Ein sachlicher Blick auf die Datenlage erlaubt eine Einordnung. Mit gerade einmal 8% der Eintritte in die Bundeswehr ist die Zahl der Minderjährigen sehr gering. Und von diesen wenigen Personen sind 96% übrigens nach der Probezeit bereits volljährig. Verstärkt wurde diese Entwicklung in den letzten Jahren durch den gesellschaftlichen Trend, wie zum Beispiel G8, dass junge Männer und Frauen eben immer häufiger vor ihrer Volljährigkeit die Schule abschließen. Ob dieser Trend gegebenenfalls durch die Wiedereinführung des G90 schon bald wieder erledigt, werden wir in einigen Jahren wissen. So ist aber mittlerweile aktuell die deutliche Mehrheit der Schulabgänger eben minderjährig. Und unabhängig davon muss die Einstellung Minderjähriger die Ausnahme bleiben, wie es ja bereits sorgsame Praxis der Bundeswehr schon ist. Gerade die verantwortungsvollen und somit einschränkenden Bestimmungen der Streitkräfte beweisen, dass kein Interesse an Ausdehnung von minderjährigen Rekruten vorhanden ist. Zudem übernimmt die Bundeswehr durch strenge Einstellungskriterien auch eine besondere Sorgfaltspflicht für die Aufnahme von Minderjährigen. Exemplarisch ist hier sowohl das Verbot von Auslandseinsätzen wie auch keinerlei Dienst an der Waffe, ob Wachdienst oder was auch immer, zu nennen. Für unsere Freien Demokraten und offensichtlich für die Mehrheit dieses Hauses und vor allem auch für die Bundeswehr steht die freie Entscheidung und die persönliche Reife der jungen Menschen im Mittelpunkt.
Sie allerdings unterstellen den einwilligen Eltern und Jugendlichen, ihre Entscheidung leichtfertig getroffen zu haben. Damit stellen Sie der bewussten Entscheidung, als Soldat Verantwortung zu übernehmen, Bevormundung entgegen. Und warum sollte beim freiwillig ausgewählten Berufswunsch eines Jugendlichen eine Lebenslauflücke erzwungen werden, nur weil ihnen der Arbeitgeber oder dessen Einsätze nicht passen? Wir Freien Demokraten, ich komme gleich drauf, wir Freien Demokraten vertrauen auf die Selbstbestimmung des Einzelnen und respektieren deshalb auch ihre individuellen Entscheidungen, ganz im Sinne auch der Berufsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgesetzes. Und anstatt an praktikablen Verbesserungen im Interesse junger Menschen zu arbeiten, reagieren Sie mit Verboten. Auch damit machen Sie deutlich, diese Anträge sind nur eine Scheindiskussion. Liebe Kolleginnen und Kollegen zu meiner Linken, Ihr Antrag unterstellt übrigens, das haben Sie auch sehr deutlich gemacht in Ihren Ausführungen, Herr Müller, wie auch schon im Ausschuss, unterstellt indirekt, dass die Bundeswehr per se etwas Kritisches oder grundsätzlich Bedenkliches wäre. Sie müssen endlich erkennen, dass die Bundeswehr aus Bürgerinnen und Bürgern unserer Mitte besteht. Und Sie haben recht, es ist kein gewöhnlicher Beruf. Es ist nämlich ein ganz besonderer. Die haben Sie nämlich alle aus Verantwortung für uns und unsere Demokratie haben den Beruf des Soldaten bewusst gewählt. Unsere Bundeswehr ist eine wichtige staatliche Institution, als unsere Parlaments-AB der Kontrolle dieses Hohen Hauses unterstellt. Und mit dem besonderen Konzept der inneren Führung, der meines Erachtens seinesgleichen in der Welt sucht, dem Gewissen und den Werten des Grundgesetzes verpflichtet. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Ich komme sofort. Ja. Das ist der letzte Satz. Gut. Den Soldatinnen und Soldaten ist für ihre Entscheidung zum Dienst bei der Bundeswehr Wertschätzung entgegenzubringen, Respekt zu zollen und vor allem Unterstützung zu geben. Ihre Anträge beinhalten leider genau das Gegenteil. Vielen Dank. Die Rede von Grigorius Agelidis für die FDP-Fraktion, der hier gesagt hat, die Bundeswehr bestehe aus Bürgerinnen und Bürgern unserer Mitte. Weiter geht es mit Beate Walter-Rosenheimer, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen, viele Emotionen beim Thema. Ich möchte noch mal sagen, über was wir sprechen. Ich möchte einfach klarstellen, es geht um die Rekrutierung Minderjähriger, nicht um Kindersoldaten. Das ist uns klar. Ja, danke, gerne klatschen. Es geht schlicht darum, dass wir für die Einhaltung des Ziels Straight 18 plädieren. Das bedeutet, dass keine Minderjährigen in der Bundeswehr verpflichtet werden und das klar und ohne Ausnahmen. Wir wollen, dass der Militärdienst erst ab 18 beginnt und Punkt. Und das ist nichts gegen die Bundeswehr, sondern das ist was für Minderjährige. Davon spricht unser Antrag, davon spricht der Antrag der Linken. Und es ist uns natürlich völlig klar, dass wir nicht über Kindersoldaten im klassischen Sinn sprechen, die aus Armut zum Militär gehen müssen, die in Kriegen eingesetzt werden. Wir sind in Deutschland glücklicherweise in der Lage, dass Kinder in diesem Alter in die Schule gehen und in Frieden leben. Trotzdem, wir sprechen heute über Jugendliche, die unter 18 sind und sich bei der Bundeswehr verpflichten. Und wir sehen das kritisch. Die Bundeswehr ist eben nicht einfach ein Arbeitgeber wie alle anderen auch, weil junge Menschen dort am Dienst zur Waffe ausgebildet werden. Und das macht einen Unterschied. Gerade wenn es, wenn es um so wichtige und weitreichende Entscheidungen geht, wie eine Verpflichtung bei der Bundeswehr, dann sind sich Jugendliche oft über die Konsequenzen nicht bewusst. Und das zeigt ja auch die hohe Abbrecherquote. Circa ein Viertel der Freiwilligen quittiert vorzeitig den Dienst. Fakt ist aber natürlich auch, und das weiß ich, die Bundeswehr hat ein Nachwuchsproblem seit Aussetzung der Wehrpflicht. Sie steht in Konkurrenz mit Ausbildungsbetrieben, mit Fachhochschulen und Universitäten. Wir haben aber nun die Situation, wir haben es heute oft gehört, dass seit 2011 sich die Zahl der Minderjährigen fast oder mehr als verdreifacht hat. Das sagt auch der aktuelle Bericht des Wehrbeauftragten. Und das ist in unseren Augen keine gute Entwicklung. Wir haben in den letzten Jahren viel gehört. Ich meine, Norbert Müller hat es auch gesagt, was auf allen möglichen Kanälen sehr viel geworben wurde, angeworben wurde unter 18-Jährige, dass es Abenteuercamps gab, die Lust auf Ausbildung machen und die auch in schönen Farben schildern. Es gab gezielte Ansprache in Schulen und Videos, die auch die Ausbildung schön darstellen. Aber es ist wenig gesagt worden über die Aufgabe, die ein Soldat oder eine Soldatin dann wirklich hat und die Pflichten.
Und ich sage das als Tochter eines Soldaten. Ich bin als Soldatenkind aufgewachsen. Es ist ja mehr als das, was man in der Werbung schön sieht. Eine militärische Ausbildung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eben kein Dschungelcamp, kein Computerspiel, sondern eine ernste Angelegenheit. Und ich muss sagen, auch die Berichte über die Häufung von sexueller Belästigung, rechtsextreme Strömungen, gewaltvolle Initiationsriten deuten doch ganz ehrlich, das sage ich als Mutter von 5 Kindern, nicht auf ein passendes Umfeld für Minderjährige hin. Sogar ich sehe, dass die Bundeswehr sich um Nachwuchs bemühen muss, so wenig ich schlechte Absicht unterstelle, weil auch wir als grüne Fraktion ein Interesse daran haben, unsere Parlamentsarmee zu unterstützen, so sehr appelliere ich immer und immer wieder dafür, junge Menschen erst bei der Bundeswehr unter Vertrag zu nehmen, wenn sie 18 sind. Ich plädiere hier für eine klare Haltung. Dann ist die Bundesregierung im Kampf gegen Kindersoldaten glaubhaft, weil sie selbst auch konsequent handelt. Und in anderen Ländern wie in Irland, wir haben es gehört, geht es ja auch. Da müssen wir nicht hinterherhinken. Lassen Sie uns klare Kante zeigen. Kein Kind, kein Jugendlicher in die Armee, weder in Deutschland noch anderswo. Dann zeigt die Regierung auch die klare Haltung, die sie sich von ihrer Truppe auch immer wünscht. Beate Walter-Rosenheim war das, Rosenheimer war das, die hier gesagt hat, dass die Abbrecherquote sehr hoch sei, besser sei es. Hier haben wir den Wehrbeauftragten Bartels 2015 im Amt, der sich diese Debatte natürlich aufmerksam anhört. Weiter geht es jetzt mit Ulrike Bahr für die SPD. Linken und Grünen sind nicht neu, und so bleibt es auch bei unserer Antwort. Wir lehnen die Anhebung des Mindestalters bei der Bundeswehr auf 18 Jahre ab. Sie argumentieren, liebe Fraktion der Linken, vor allen Dingen mit den brutalen Vorkommnissen und Erfahrungen aus der Horrorwelt von Krieg und Gewalt. Und diese gibt es, das ist richtig, geschildert auch dieser Tage wieder. Schicksale von Heranwachsenden, die verschleppt und zum Kriegsdienst gezwungen wurden, als Kindersoldaten. Es sind furchtbare Schicksale von Hunderttausenden von Kindern und Jugendlichen, die wir tatsächlich bekämpfen müssen. Und die Bundesrepublik engagiert sich hier auch vollkommen zu Recht. Doch was hat dies mit jungen Rekruten in der Bundeswehr zu tun? Ich sage Ihnen rein gar nichts. In Deutschland wird kein Kind und kein Jugendlicher in den Militärdienst verschleppt. Er oder sie ist mindestens 17 Jahre alt und wird vor der freiwillig zu bekundenen Teilnahme intensiv beraten, ja, intensiv beraten und vorbereitet, auf physische wie mentale Tauglichkeit getestet. Vor allem die Eltern müssen dem Dienst in der Bundeswehr zustimmen, und als Familienpolitikerin kann ich Ihnen sagen, ist mir dies besonders wichtig. Eltern nämlich kennen ihr Kind, sie können auch in diesem Alter noch zu, aber auch abraten, und da bin ich mir sicher, Sie nehmen diese Verantwortung auch sehr ernst. Und wenn Sie zustimmen, auch dann darf dieser junge Mensch bis zur Volljährigkeit keinen bewaffneten Dienst ausüben oder gar in einen Auslandseinsatz geschickt werden, und er kann in der Probezeit jeden Tag sofort quittieren. Deshalb ist die in Ihren Antrag eingearbeitete Beschreibung von Zuständen, in denen Kinder und Jugendliche, und ich zitiere, gewaltbasierte Handlungsstrategien bis hin zum Töten anderer Menschen erlernen und eigene Gewalterfahrungen machen, Zitat Ende, suggestiv, irreal und absolut nicht angebracht. Denn davon erleben 17-Jährige im Dienst der Bundeswehr nichts. Auch die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die Sie ins Feld führen, besagen nichts. Menschen unter 20 hätten noch kein voll ausgebildetes Hirn und seien deshalb nicht in der Lage, dramatische Erfahrungen zu verarbeiten. Das Schöne ist, unsere jungen Rekruten wachsen nicht in Kriegsgebieten auf, und sie kommen auch nicht dorthin, solange sie minderjährig sind. Liebe Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, selbst Ihr Antragsargument kann nicht verfangen. Unser Engagement gegen die Beteiligung von Kindern, also von bis zu 14-Jährigen, an bewaffneten Konflikten, so sagen Sie, wäre nur dann glaubwürdig, wenn wir die Rekrutierung von Minderjährigen in unserem Land gesetzlich verböten. Aber was hat das mit der Ausbildung von 17-Jährigen unter den beschriebenen vorbildlichen Bedingungen, unter großartigem Jugendschutz und besonderer Fürsorge in der Bundeswehr zu tun? Noch einmal, rein gar nichts. Also kann dieser Tatbestand, wie wir hier damit umgehen, auch unserer Arbeit in den Gremien der UN und anderswo gar nicht im Wege sein. Deshalb sind
auch wenn Sie von Glaubwürdigkeit sprechen, und ich will Sie natürlich auch nicht absprechen in der Absicht, Ihre Anträge eben nicht so glaubwürdig. Sie rücken die dramatische Lage in anderen Weltgegenden bewusst in die Nähe der so ganz anderen Realität an hiesigen Ausbildungsorten. Vielleicht ist es aber auch so, dass es dem einen oder anderen einfach nicht gefällt, dass die Bundeswehr sich aktiv um den Eintritt qualifizierter junger Leute bemüht, die sonst woanders lernen und arbeiten würden. Vielleicht sind Sie an einer einsatzfähigen und personell gut ausgestatteten Bundeswehr auch gar nicht so sehr interessiert. Die Union und weite Teile des Hauses stehen zur Bundeswehr als Parlamentsarmee, überwacht und geführt durch Institutionen unseres demokratischen Rechtsstaats, dem sie Rechenschaft ablegen muss. Es gibt keine Wehrpflicht, sie ist ausgesetzt, und keine Zwangsrekrutierung. Aber es gibt sehr guten Jugendschutz für die kleine Gruppe noch minderjähriger Rekruten. Die Bundeswehr, letzter Satz, darf daher nicht dem Vergleich mit kinderraubenden Bürgerkriegsarmeen ausgesetzt werden. Dieser Vergleich schadet ihrem Ansehen und schmälert ihren Auftrag, der unsere Sicherheit ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, das war Bettina Wiesmann für die CDU-CSU-Fraktion. Da ist uns ein kleiner Irrtum unterlaufen, für den wir um Entschuldigung bitten. Jetzt aber, wie bereits vorhin angekündigt, Ulrike Bahr für die SPD. Soldatinnen und Soldaten üben inzwischen nicht mehr nur für einen rein hypothetischen Ernstfall. Auch das Üben war ja wegen allfälliger Unfälle, wurde erwähnt, gar nicht so ungefährlich. Mittlerweile werden sie von uns, dem Parlament, aber immer häufiger in Auslandseinsätze geschickt und sind dort sehr realen Gefahren ausgesetzt. Allein im Afghanistan-Einsatz sind bislang 56 Personen umgekommen. Wir alle wissen und haben es hier auch schon gehört, die Bundeswehr ist seit 2011 nicht länger eine Armee von Wehrpflichtigen, sondern eine Berufsarmee. Das schafft Rekrutierungsprobleme, denen wir aber nicht mit einer verstärkten Anwerbung von Minderjährigen begegnen dürfen. Die Kinderkommission des Deutschen Bundestags hat sich in der letzten Wahlperiode ausführlich mit diesem Thema befasst und empfohlen, das Mindestalter für den Dienstbeginn von 17 auf 18 Jahre anzuheben. Und ich habe großes Verständnis, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Linken ihren Antrag aus der letzten Wahlperiode erneut einbringen, denn die Zahl der minderjährigen Rekrutinnen und Rekruten ist erneut gestiegen. 2017 noch über die im Antrag genannte Zahl hinaus auf mehr als 2100. Auch der Wehrbeauftragte hat in seinem Bericht darauf hingewiesen, dass die Rekrutierung von Minderjährigen eine Ausnahme bleiben muss. Inzwischen ist die Zahl so hoch, dass von einer Ausnahme nicht mehr gesprochen werden kann. Und besonders bei den jungen Frauen sind die Zuwachsraten gewaltig. Der Kollege Martin Gerster hat darauf hingewiesen, dass wir uns bei den Unterzeichnern des Fakultativprotokolls zur Kinderrechtskonvention in guter Gesellschaft befinden. Und die Bundeswehr entspricht den dort eingegangenen Verpflichtungen, weil Minderjährige von bewaffneten Konflikten ferngehalten werden und auch keine Wachdienste mit der Waffe leisten dürfen. Dennoch, sie werden an der Waffe ausgebildet. Und das halte ich für nicht akzeptabel und unverantwortlich. Die Bundeswehr bietet zweifellos gute Ausbildungen an und ist ein attraktiver Arbeitgeber. Und da die Schulabgänger wegen früherer Einschulung und verkürzter Schulzeit für Gymnasiasten jünger werden, muss man sich etwas einfallen lassen. Für Jugendliche sind Warteschleifen eben nicht attraktiv. Darum hat die SPD-Bundestagsfraktion in ihrem Positionspapier vom Juni 2017 vorgeschlagen, Minderjährige sollten zunächst in ein ziviles Ausbildungsverhältnis bei der Bundeswehr übernommen werden. Dort gibt es zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk, in der Logistik, im Bereich IT und Elektronik, im Bereich Medizin und Gesundheit und auch im mittleren nichttechnischen oder naturwissenschaftlichen Dienst. 54 Ausbildungsberufe in 400 verschiedenen Ausbildungsstätten listet die Webseite der Bundeswehr. Möglich wäre auch ein spezieller Vorbereitungsdienst mit einem eigenen Ausbildungskonzept. Die Übernahme in ein militärisches Dienstverhältnis folgt dann erst mit der Volljährigkeit. Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss? Ich komme zum Ende, ja. Wenn wieder eine große Koalition zustande kommt, hoffe ich sehr, dass meine Kolleginnen und Kollegen bei der Union dazu doch noch Gesprächsbereitschaft zeigen werden. Vielen Dank. Soweit Ulrike Bahr für die SPD. Letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Florian Hahn, CDU-CSU. Der Kollege Florian Hahn von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Debatte heute verfolgt und die Beiträge von den Linken und den Grünen, dann könnte man meinen, dass die Bundeswehr schicke Kindersoldaten in Kampf einsetze. Und das ist natürlich größter Unsinn. Und es zeigt aber mal wieder, wie unsachlich die Debatten über die Bundeswehr und von linker und grüner Seite geführt werden. Ich würde Ihnen da mal eine grüne Grundausbildung bei der Bundeswehr anraten, die würde Ihnen ganz gut tun. Und deshalb ist es umso unerträglicher, dass die Bundeswehr durch diese Anträge in die Nähe von Warlords und Diktatoren gestellt wird. Kindersoldaten werden weltweit zum Töten gezwungen. Die Bundeswehr jedoch verbietet explizit Situationen, in denen Rekruten unter 18 ihre Waffe gegen Menschen richten müssen. Jugendliche dürfen zwar ab 17 zur Bundeswehr, aber sie dürfen weder den Dienst an der Waffe leisten noch an Bundeswehr-Auslandseinsätzen teilnehmen. Minderjährige in der Bundeswehr mit Kindersoldaten gleichzusetzen, ist deshalb unangemessen und unsachlich und unanständig. Und ich habe in der heutigen Debatte kein einziges sachliches Argument gehört, das gegen 17-Jährige in der Bundeswehr spricht. Da hilft auch der Hinweis auf die Hirnforschung nicht. Also wenn Sie das wirklich ernst meinen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, dann können Sie ja nicht wirklich für Wahlen ab 16 sein, es sei denn, Sie machen sich dann Hoffnung, besonders viele Stimmen für sich zu bekommen. Herr Kollege Hahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Fraktion Die Linke? Ja, selbstverständlich. Bitte schön. Ah, da kommt er. Ja. Ich davon ausgehe, dass Sie die normalen Umgangsformen beherrschen, gehe ich davon aus, dass die Kollegin zunächst die Frage stellen kann. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich höre die Debatte jetzt seit Beginn an und beschäftige mich seit vielen Jahren auch kommunal damit. Ich möchte Sie fragen, weil Sie sagen, wir führen die Debatte verantwortungslos. Im Jugendoffizierbericht vor einigen Jahren gab es auch einen Passus, in dem explizit darüber berichtet wurde, dass den jungen Menschen, die in den Schulen aufgesucht werden und die rekrutiert werden, die zusammenhängenden Komplexe der Kriegshandlungen, der Weltgeschehen noch überhaupt nicht bewusst sind. Der Oberleutnant Klink aus Darmstadt sagt zum Beispiel auch, vielen Freiwilligen ist in diesem jungen Alter nicht bewusst, worauf sie sich einlassen. Aus eigener Erfahrung kennen wir die Probleme sehr junger Soldaten. Oft fehlt für den Dienst die notwendige Reife. Ich möchte Sie dahingehend fragen, werden Sie künftig auch das Wahlalter für Jugendliche zulassen oder zum Beispiel den Führerschein, wenn Sie sagen, für den Wehrdienst sind die jungen Menschen reif genug, aber fürs Wählen oder Autofahren nicht? Also, Frau Kollegin, erstmal vielen Dank für diese Zwischenfrage, denn das gibt mir die Gelegenheit, mal eins klarzustellen. Die Jugendoffiziere rekrutieren nicht in Schulen, sondern sie machen dort politische Bildung. Und die Defizite, die der Oberleutnant beschreibt, ist ja genau der Grund, warum er dort ist, um eben dort die entsprechende politische Bildung zu leisten. Erstens. Zweitens kann ich Ihnen nur sagen, ich bin eben genau dafür, dass man sagt, es gibt sozusagen eine Bandbreite 17, 18, der eine ist reifer, der andere weniger reif. Und das entscheidet eben nicht der 17-Jährige selber, sondern er wird, wenn er zugelassen wird, zur Bundeswehr entsprechend untersucht. Es finden entsprechende Gespräche statt und es wird eine Eignung festgestellt oder eben nicht. Und genauso ist es bei dem Thema mit dem Wählen. Ich bin gegen das Wählen ab 16. Ich glaube, dass das zu früh ist. Aber ich bin zum Beispiel beim Thema Führerschein, das Sie angesprochen haben, dafür, für die Regelung, die wir haben, nämlich, dass man mit 17 den Führerschein machen kann und noch mit dem Erwachsenen mitfahren kann. Die richtige Verantwortung übernimmt er dann mit 18. Insofern steht das in keinerlei Diskrepanz mit den Aussagen. Herr Kollege Hahn, erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage? Ja, selbstverständlich, gerne. Und ich bitte, bis zum Ende der Antwort des Redners dann auch stehen zu bleiben. Die erste Frage war von Saglin Nastic. Jetzt noch eine Zwischenfrage aus der Linksfraktion. Ja, Herr Kollege, Sie kennen ja, wie ich auch, die Grundrechtseinschränkungen, die für Soldatinnen und Soldaten gelten. Und jetzt ist ganz interessant, dass Sie im Moment hier immer wieder argumentieren, ja, die werden ja quasi nur rekrutiert und erst danach geht es quasi richtig los, wenn sie 18 sind. Dann ist meine zentrale Frage, warum gelten dann eigentlich diese Grundrechtseinschränkungen dann schon für diejenigen, die vor 18
bei der Bundeswehr sich rekrutieren lassen haben, dann ist nämlich da die Logik nicht drin. Diese Grundrechtseinschränkungen zeigen nämlich, dass sie in den ganz normalen Ablauf der Bundeswehr mit eingebunden werden, außer nachher ganz konkret quasi der Ausbildung an der Waffe. Aber beantworten Sie mir die Frage, warum diese Grundrechtseinschränkungen auch schon bei unter 18-Jährigen? Diese Zwischenfrage von Tobias Pflüger von der Linksfraktion. Das können Sie erstens mir selber überlassen. Und zweitens zeigt Ihre Argumentation einmal mehr, dass es Ihnen gar nicht um die Sache geht, sondern um etwas anderes. Sie wollen die Institution der Bundeswehr insgesamt erschüttern. Deswegen scheuen Sie sich auch nicht davor, diesen Kontext zwischen Kinder, Soldaten und Bundeswehr herzustellen. Und das haben Sie hier einmal mehr bewiesen. Und ich sage Ihnen, das ist genau das, was ich Ihnen vorhalte, diese Scheinheiligkeit. Und wissen Sie, Herr Pflüger, Sie sind ja stellvertretender Parteivorsitzender und verteidigungspolitischer Sprecher der Linken. Sie haben auch mit Frau Buchholz zusammen schon vor einigen Jahren, nämlich in einem Artikel bei der Jungen Welt, die Abschaffung der Bundeswehr an sich gefordert. Und daran zeigt sich, worum es Ihnen eigentlich geht. Sie wollen diese Institution erschüttern, weil Sie die Institution an sich abschaffen wollen. Und genauso ist das bei Ihrem Kollegen, dem Herrn Gerke, der das auch hier in dem Plenum gefordert hat, die Abschaffung der Bundeswehr. Und alles andere sehen Sie auch bei den, wissen Sie, auch bei den, wie ich Ihre Frage beantworte, können Sie mir überlassen. Ja, ich sage Ihnen, Ihre Argumentation ist scheinheilig, weil Sie ein anderes Ziel verfolgen, als tatsächlich zu diesen Sachverhalt mit mir zu diskutieren. Herr Kollege Einsam, Sie haben zutreffend festgestellt, Sie beantworten die Fragen immer so, wie Sie das wollen. Und auch wenn es dem Fragesteller nicht gefällt, das ist dann einfach so. So ist es. So, dieser Antrag ist also wieder ein Versuch, die Bundeswehr in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht zu rücken, immer mit dem Ziel vor Augen, diese eines Tages abzuschaffen. Und das werden wir nicht zulassen. Und wir stehen zur Bundeswehr und zu unseren Soldatinnen und Soldaten. Und wissen Sie, auch die außerparlamentarischen Kritiker, denen geht es eben auch genau nicht um die Sache, sondern die verfolgen dieselbe Agenda. Und lassen Sie sich mal zwei Beispiele auf der Zunge zergehen. Da wäre zum einen das Deutsche Bündnis Kindersoldaten, zu dem auch die Deutsche Friedensgesellschaft gehört, die natürlich gegen die Beschäftigung von 17-Jährigen bei der Bundeswehr sind, aber die eben auch in ihren Leitlinien ganz klar drinstehen haben, ein Ziel, die Abschaffung der Bundeswehr. Und da wäre zum Beispiel auch der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt, der sich auf Antrag der sozialistischen Jugend in einer Grundposition gegen die Rekrutierung von Minderjährigen ausgesprochen hat. Und Sie werden es erraten, auch die sozialistische Jugend Deutschlands will die Abschaffung der Bundeswehr. Wir sehen also, es geht nicht um 17-Jährige bei der Bundeswehr, es geht auch nicht um Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Kindersoldaten, sondern es geht um Ideologie. Und ich sage Ihnen heute und hier, wir werden die Bundeswehr nicht abschaffen. Wir brauchen die Bundeswehr. Und ich danke allen deutschen jungen Menschen, die sich für den Dienst bei der Bundeswehr entscheiden. Wir brauchen diese jungen Menschen und wir haben großen Respekt vor ihrer Entscheidung, in die Bundeswehr einzutreten. Und das sollten wir an diesem Tage auch mal sagen. Herr Kollege Hahn, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Damit schließe ich. Ja, meine Damen und Herren, das war also die Rede von Florian Hahn, der letzte Redner in dieser Debatte über zwei Anträge der Linksfraktion und der Grünen Fraktion, die keine minderjährigen Rekruten mehr in der Bundeswehr wollen. Die beiden Fraktionen stehen damit ziemlich alleine da. Die SPD hat teilweise Verständnis geäußert, gleichwohl stehen Sie mehr oder weniger alleine da. Und auch wenn diese Anträge jetzt in den Ausschüssen beraten werden, dann kann man sicherlich schon sagen, dass Sie wenig Chancen haben, hier Mehrheiten zu finden.